Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War mit mir, dem Tante Genoch, bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Heiligen Römischen Reich und im letzten Teil haben wir festgestellt, dass die Mongolen kommen werden. Ich habe offscreen ein paar Rebellenarmeen platt gemacht und habe mir dadurch zwei Männer der Stunde geholt. Die sind hier gar nicht mal so unpraktisch, weil die nämlich diese Armeen hier anführen können, ohne dass sie halt sofort irgendwie zu den Rebellen überlaufen. Was wünscht ihr? Das finde ich also erstmal gut. Wir müssen natürlich auch so ein bisschen darauf achten, dass dieser Diplomat da unten uns nicht so einfach jetzt hier die Stadt abkauft. Ne? Vielleicht schicken wir ihm noch einen Attentäter auf den Hals oder sowas. Das müssen wir mal gucken. Ich hatte ja aber schon angekündigt, ich will jetzt Granada belagern. Da ist nur eine Kavallerieeinheit drin. Ja, Flotte bereit. Und wir haben ja auch Artillerie dabei. Ach, guck mal da. Ich muss erst den Typen da wegboxen. Mein Sultan wünscht euch den Tod. Das ist natürlich interessant. Ne? So will ich gerne dahin. Ja. Angeblich kannst du so nicht laufen. Wir können natürlich sagen, ich bastel dich so hier hin. So, ne? Für das Reich. Eure Befehle, Kaiser. Ja, jetzt gehst du mal gerade zusammen. Hier sind ja auch noch ein paar Truppen drauf. Ja, Kaiser. Der Vorteil bei denen. Alle Mann an Land. Ja, mein Kaiser. Ja, Kaiser. Ist, dass du den Typen vertreiben kannst. Kaiser, heiliger Kaiser. Nein, Alter. Ihr wünscht? Das hat wirklich die komplette Bewegungsreichweite verbraucht. Willst du mich veräppeln? Okay, wow. Wir sind, glaube ich, gerade drei Felder oder so gefahren. Wie viel Bewegungsreichweite verbraucht das hier denn bitte? Das ist ja nicht mehr normal. Ich meine, wir sind zwei Felder dahin gelaufen oder so. Ja, mein Kaiser. Übel. Richtig, richtig übel. Okay. Dann kommen wir wieder hierhin zurück. Ja, ich dachte, ich kann euch jetzt hier was Tolles zeigen. Ja, vergiss es, ne? Okay. Ja, dann bleibt das hier eine heikle Sache. Vielleicht werden wir gleich hier unten dann angegriffen. Okay. Dann gibt es da ja auch ein bisschen was zu sehen. So, du bist übrigens gerade, den habe ich auch schon bewegt, du bist gerade auf dem Weg runter Richtung Sizilien. Lauf mal ruhig weiter. Gibt es hier andere Söldner eigentlich? Ja, ein bisschen, aber ist okay. Dann war hier noch so eine kleine Rebellenarmee. Ich muss einmal durchschauen. Also, wie wäre es, wenn du einmal hier... Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Okay, gut, das... Muss ich, glaube ich, manuell machen. Wow. Normalerweise mache ich die Rebellen immer offscreen, aber dann machen wir es vielleicht mal so. Vielleicht kriegen wir dadurch ja noch einen neuen Statthalter. Wäre eigentlich ganz witzig. Angeblich verlieren wir das ja. Aber wir haben halt so viele Truppen, ne? Okay. Dann, ich würde aber sagen, wir stellen uns breit auf. So, wo steht das? Das steht da hinten. Okay, dann machen wir gerade... Ja, Turbo-Modus, ne? Wir sehen uns aber gleich, wenn ich dann bei denen angekommen bin. So, wir können jetzt übrigens hier gleich von unserer erhobenen Position aus angreifen. Flankieren. Wollt ihr noch angreifen oder wollt ihr euch einfach nur so ein bisschen abknallen lassen? Komm schneller. Wir müssen den einmal flankieren. Wir müssen ihm halt auf jeden Fall mehr als eine Flanke beibringen. Na, ihr seht, wir verlieren sehr viele Soldaten. Er verliert aber schneller. Und der Feind wird besiegt werden. Unser schwachköpfiger General hat sein Leben weggeworfen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das, was nicht passieren darf. Auf Sie gleich mit.
Alter, warum sind das noch 75 Mann? Das ist so unfassbar viel. Alter. Und seht, wie unser feiger Feind rennt. Zeigt den Angriff voran. Wir nein, nein, nein. Verloren. Nein, 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 nein. Da machen wir nichts mehr, ey. Jawohl, Mann, der Stunde. Ein stolzer Sieg für das Reich. Finde ich aber auch es sehr stolz, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr wünscht? Seid gegrüßt, mein Kaiser. Ja, Kaiser? Dann solltest du... Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Weiß ich gerade nicht. Du, pass auf, fass mir den mal zusammen. Kaiser? Ja. Seid gegrüßt, mein Kaiser. Und dann kannst du mit denen schon mal hierhin latschen nach Genua und dann werden wir die mal ganz schnell hier fortbilden, ne? Ihr wünscht? Schwupps, so, ne? Ja, dann kümmern wir uns noch. Weg hier! Ihr habt mir nichts zu befehlen. Das ist interessant, aber das ist nur eine Einheit. Nur in der Schlacht können wir uns miteinander. Das ist eine gepanzerte Sergeants. Heiliger Kaiser? Da bräuchten wir dann schon einen Armbrustschützen für, wenn wir uns mit dem anlegen wollen. Aber, ja. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Ja, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall ganz gut, wenn wir halt hier noch ein paar Soldaten in der Nähe haben, mit denen wir dann uns um diese ganzen Revolten hier kümmern können, ne? Diesen Diplomaten da, der Mauren, habe ich auch noch abgeschnetzelt. Das war noch nicht so unwichtig. Ja, das, und das geht mir jetzt echt auf den Keks. Ich habe gedacht, wir wären da jetzt echt ein bisschen schneller, aber gut, hat nicht so le Sinn, ne? Wollen wir noch, ich glaube, wir nehmen noch 2 Milizeinheiten mit. Hier haben wir die Fortbildung gemacht. Die kann ich hier nicht fortbilden, die muss ich nächste Runde nach Venedig schicken. Du kannst aber noch so eine Kaff mitnehmen. Vielleicht nimm auch noch eine Miliz mit und pass auf, nimm 3 Armbrustschützen mit. Kaiser! Und die hier schickst du mir gerade darüber. Kaiser. Vielleicht machen wir noch vorher, also vielleicht belagern wir vorher auch noch Ajaxo. Ja, Kaiser. Das könnten wir uns zumindest überlegen, ob wir das tun wollen. Verratet mir den Namen. Wir haben doch hier irgendwo bestimmt noch einen Spion, ne? Kaiser. Ah, das war jetzt doof, ne? Den hätte ich direkt darüber setzen können. Habe ich irgendwo hier noch einen Spion? Nee, ne? Das ist natürlich dann nicht so gut. Und du? Das ist ein Priester, okay. Die Augen des Reichs. Ja, dann geh mal darüber mit deinen Augen. Er wird morgen ein toter Mann sein. Beschütze den Kapitän. Schwaben, okay, dann nimm den mit. Mach noch einen Spion, ha? Yo. Ja, ich glaube, das ist okay. Ja, Kaiser? Wie ein Schatten. Lauf du mein hier Kaiser? Runter und lauf du nach Ragusa. Genug marschiert für heute. So, haben wir das entsprechend gemerged. Na, okay, gut. Dann, ja. Kaiser. Ist auch schon mal alles klar. Hier ist die Armee, Kaiser. Die gleich mit darüber geht. Und dann haben wir hier doch echt eine brauchbare Streitkraft in Italien zusammen, also zumindest von der reinen Truppenstärke her. Die Flotte greife ich, glaube ich, gar nicht an. Das ist mir ziemlich Wumpe. Wir könnten uns überlegen, ob wir sagen, wir nehmen noch die 2 Holks mit hier hoch und fahren dann nächste Runde mit den Holks rüber nach Neapel. Im Worst Case verlieren wir noch irgendwie eine Runde Zeit. Holen uns hier noch 2 Koggen. Das reicht aber in der Regel auch, ne? Und hier unten hatte ich ja gesagt, in Korinth, da warten wir auch noch ein bisschen. Wir müssten dann entsprechend, wenn wir wieder Zeit haben, auch noch ein paar Bauern rekrutieren. Kriegen wir aber auch alles hin. Ist auch nicht so ein großes Problem. Wir könnten hier einen Ledergerber bauen. Die Baumeisterwerkstatt können wir zu einem späteren Zeitpunkt machen. Korinth liegt jetzt natürlich schön zentral, aber auch nicht so, dass ich sagen müsste, von dort aus verteile ich jetzt meine Artillerie. Ne? Das ist auch nicht so der Punkt.
du gehst Richtung Byzanz. Wir haben da echt eine super, super hohe unterwegs. Ich bin Diener Gottes. Wie heißt es so schön? Warte mal, das ist Sophia, ne? Okay, pass auf, geh hier hin. Wir haben hier echt eine super hohe Unruhe durch die religiösen Differenzen. Das ist ein großes Manko. Da kommen wir aber auch so schnell nicht mit klar. Für heute gehe ich schicke mir den noch hier rüber. Kaiser. Der Papst und seine Kardinäle können euch nicht helfen. Ja, Kaiser. Willst du den ausspionieren? Schickt mir einen Spion nach Konstantinopel. Ich bin der Allwissende. Seid gegrüßt, Kaiser. Wen hast du? Zünden an. Danke. Das findet der Papst halt gut, dass ich die ganzen Ketzer da verchriste, ne? Das ist ja, da ist er dran interessiert. Ich bin Diener Gottes. Ja, du gehst hier hin. In Gottes Namen. Ja. Eine Pause bitte, Kaiser. Ich bin an ihr wünscht. Aber Charaktermodelle hat er hier keine. Sehr wohl. Ein Befehl, mein Kaiser. In Ordnung. Ja, bin unterwegs. Die Dame braucht ihre Ruhe. Mein Kaiser. Wie ein Schatten. Für heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Kaiser. Ja, wir müssen mal überlegen. Kommen die hier? Kommen die nicht hier unten? Ich weiß es nicht. Oder kommen da die Timuriden und die Mongolen kommen hier oben? Schwierige Sache. Verratet Sache. Mir den Namen des Ziels. Tod oder Zerstörung? Na komm einmal. Ich habe euer Volk nicht als Ziel, Herr. Attentäter zur Stelle, Kaiser. Was ist das Ziel des Reiches? Versuchen? Nee, lass mal. Seid gegrüßt, Kaiser. Verratet mir den Namen des Ziels. Willst du den Admiral killen? Nee. Wäre auch noch eine Idee gewesen. Ne? Ich raste dann hier du mal hier hin. Attentäter zur Stelle, Kaiser. Ja, bleib mal in der Nähe von dem Typus da. Ich bleibe bis zum Morgen hier. Ja, Kaiser. Mein Kaiser. Als Dunnewa. Ich fahre morgen fort, ja? Ein Spion lässt du mir da bitte drin, genau. So, da oben müssen wir später tätig werden. Das können wir in der Runde jetzt noch nicht machen, ne? Ja, dann ist ja die Frage, wollen wir dann halt eben mit den Türken schon jetzt Trouble haben? Also dann ist meine Tendenz halt eher zu sagen, nee, dann pass auf, dann... Ja? Ja, dann bleiben wir da jetzt noch ein bisschen friedlich, ne, wisst ihr? Und, es ist mir eine Ehre, Kaiser. Ihr wünscht? Ja, merch mir hier doch mal gerade ein bisschen was. Marschier! Verbinden die Truppen! Ja, mein Kaiser! Ja, Kaiser! Okay, dann schickst du mir da rein. Ja. Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Bewegung. Ja, errichte einen Wacht. Wen soll ich zerschmettern? Für das Reich. Du sollst momentan noch gar keinen zerschmettern. Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Die Leute bei mir, die sind halt so, oh, wer soll ich zerschmettern? Wen soll ich umbringen? Wen soll ich platt machen? Voller Stolz, Kaiser. Heute geht es... Ja? Marschiere. Ja, Kaiser. Ihr wünscht? Marschiert! Für das Reich! Morgen, wen soll ich? Ja, Kaiser? Bist du ein guter Statthalter? Nicht wirklich, ne? Öffentliche Ordnung ist nur bei 35? Okay. Wir rekrutieren direkt mal noch ein paar Einheiten. Ja, bauen eine Abtei. Also wir müssen hier ganz schnell christianisieren in der ganzen Ecke hier.
Oder warte, stimmt, genau. Verwaltungsgebäude gehen auch. Sag mal kurz. Oder ein Puff bauen ist auch mal gut. Wenn man keine Kirche bauen kann, dann baut man halt ein Bordell, ne? Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Das sind so tolle Aspekte in diesem Spiel. Ja? Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Kaiser! Das ist nicht Jana von Kassel, das ist Otto von Kassel. Der böseste Typ hier, den wir haben. Der guckt auch sehr grimmig, hat zwei Goldwimpel in der Leibwache. Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Natürlich auch ein an Biestigkeit kaum noch zu überbieten, ne? Wir müssen eine Festung einnehmen. Smyrna ist eine solche. Aber genau deswegen sind wir hier lieber noch ein bisschen vorsichtig. Ja? Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Ja, Kaiser. Verlade die Männer. Ja? Geh nochmal nach Konstantinopel. Ich gehe davon aus, dass wir ihm in Bälde halt noch ein paar Einheiten mitgeben können. Die Augen des Reichs. Ich will. Schau mal da rein. Ah ja, großartig. Ja, das ist auch eine der geilsten Sequenzen überhaupt. Ey, mit diesem Strauch, ne? Das ist so witzig. Ja, okay, gut, den Rest schenken wir uns. Das ist halt einfach nur so witzig, dass der halt da... Ja, okay, 72% Chance, dass die Tore offen sind. Das ist doch gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Okay, ja. Ich wollte ja den Typen hier unten abholen. Dann geh doch mal hier hin. Nächste Runde nimmst du den mit, ne? So... Ja? Boah, Junge, was für eine üble Armee, ne? Ja, mein Kaiser. Kaiser! Befehle, Kaiser. Ihr wünscht? Eigentlich. Ja, komm, ja, geh erstmal nach Bukarest. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Du gehst nach Bran, lässt morgen den Typen dann weiter, da drin, Kaiser. Dann läufst du auch weiter nach Bukarest und dann klatscht das Jungs, aber kein Beifall. Wir rekrutieren hier. Bretten-Armbrustschützen sind, glaube ich, schon eine geile Einheit. Weil die wahrscheinlich eine recht hohe Reichweite auch haben, ne? Mit panzerbrechendem Beschuss. Das hilft uns allerdings halt nichts gegen die Mongolen. Das hilft uns auch nicht viel gegen die... Ich weiß nicht, ich glaube, es hilft uns auch tatsächlich gar nicht so viel gegen die Türken. Es würde uns helfen gegen alle Infanterielastigen, ne? Gegen alle Infanterielastigen Fraktionen. Welche Fraktionen sind nur infanterielastig? Die Mauren vielleicht noch? Halbwegs. Die Sizilianer auf jeden Fall. Aber da haben wir nichts davon, wenn wir die in Bran rekrutieren, ne? Das dauert ja viel zu lange, bis wir damit überhaupt rübergelaufen sind, ne? Ja. Heißt also, wir bereiten unseren Krieg gegen die Türken weiter vor. Werden dann den Papst fragen, ob er, also bevor wir Portugal wegzimmern, fragen wir den Papst, ob er uns noch einen Kreuzzug gegen die Türken genehmigt. Verratet mir den Namen des Ziels. Der ist gut, ne? Boah, Alter, das ist der Gottmörder, ne? Kurdi, ab nach Italien. Schnell, nur falls der Papst mal auf eine saudumme Idee weiter, kommt, ne? Kaiser. Der kann sich wahrscheinlich als Stuhl mit einem Messer drin verkleiden oder sowas und der Papst merkt das nicht, ne? Okay, wir gucken nach essentiellen Gebäuden. Jo, zum Beispiel sowas halt, ne? Händlerkais, das sind die Gebäude, wonach wir gerade gucken. Genau, ja, wir bauen jetzt übrigens Toulouse um. Auch wenn es eine gute Festung ist, aber das sind zu viele Festungen da drüben. Caen behalten wir. Und Bordeaux baut auch einen Händler Kai. Kai der Händler, in Bordeaux wird er gebaut. Jetzt muss ich danach direkt die Straße in Auftrag geben. Dann haben wir das auch schon mal eingepreist hier. Ja, kannst du direkt hier auch machen, ne?
Ja, bauen wir eine Kirche in Iasi. Warum nicht? Ach, ich bin so gespannt, wo die Mongolen gleich kommen werden. Also irgendwie, ich freue mich echt so ein bisschen, dass das noch geklappt hat hier. So, wir gucken mal. Management des Kaiserreichs, ne? Ey, es ist so krank, ne? Es ist so krank. Ich könnte da stundenlange Parts draus machen. Ich glaube, die Türken sind an einer diplomatischen Lösung interessiert. Ah, ne, warte, das ist der Diplomat, das sind Kaufleute, die der da hat, ne? Hey, Ägypten, wir kennen uns noch gar nicht, ne? Also nur so vom Hören sagen. Nein, der Feind greift uns an! Ja? Rückzug, bevor sie uns vernichten! Werfen den Anker! Wie kam das denn? Sagen wir übrigens ganz kurz, hier sehen wir gerade so einen Fitzel, ne? Das scheint auch die Sizilianer zu kontrollieren. Beneidet ihr den Feind? Ich weiß nicht, warum war denn dieses Schiff hier? Aber ist ja auch egal, wenn es schon mal da ist, dann kannst du mal gerade ein bisschen scouten mit dem Ding. Attentäter. Seid gegrüßt. Verratet mir den Namen des Ziels. Mit dem habe ich ja nichts zu schaffen, ne? Seid gegrüßt, mein Kaiser. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Mach mal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann kannst du die nämlich noch hier nach Genua schicken. Ihr wünscht Befehle, Kaiser. 1, 2, 3. Ja, mein Kaiser. Ne, dann passt das auch ganz gut. Leute bereit. So. Volle Segel. Die Augen des Reichs. Zurück an Land. Der soll im Wesentlichen zusammen mit dem Attentäter. Er wird morgen gucken. Ein toter Mann sein. Der Tod geht wieder auf dem Land um. Verratet mir den Ob Namen hier des halt Ziels. Irgendwelche Armeen sind. Attentäter, ne? Zur Stelle, Kaiser. Kannst du den plätten? Ich werde euch nicht enttäuschen. Schade. Mein Kaiser. Seid still, ich nehme mich an. Aber ich fand, das war es wert, dass wir das hier probieren. Ja, mein Kaiser. Bringe die Männer ans Ufer. Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser. Beginne die Belagerung, edler Kaiser. Nehmen wir nun die Mauern ein, mein Kaiser? Übertreib's nicht. Wie gesagt, der Papst mag das, wenn wir die Ketzer verchristen. Ah, Mist, ich wollte gucken, ob ich eine Volljährigkeit habe. Jetzt habe ich auch mal zu schnell geklickt. Naja, okay. So. Hier ist Granata. Er hat noch eine Einheit Bauern reingestellt, okay. Euch zu Ehren werden wir angreifen, Kaiser. Ja, mein Kaiser, belagere also den lass Feind. Uns das tun. Gott schütze unser Vaterland. Auf in den Kampf!
Soldaten! Es ist Zeit! Zählt auf eure Waffen! Zählt auf eure Herzen! Und schreitet voran! Ah, ich dachte, er sagt noch was, okay. Ja. Ja, zwei Festungsgürtel. Okay. Ich stelle die mal so ein bisschen verteilt auf. Können wir einfach auf die Tore schießen? Wunderbar! Unsere Männer haben die feindlichen Tore durchbrochen! Ja, das ist doch perfekt. Unsere Soldaten haben die Mauern des Feindes eingenommen. So, wie machen wir das am dümmsten? Wir können ja auf jeden Fall hier schon mal feststellen, dass wir in dieser Stadt nachher Einheiten wieder fortbilden können, ne? Schießt schon auf die Einheiten hier, okay. Unsere Männer werden angegriffen! Wir müssen sofort handeln! Wenn wir da jetzt ein paar Einheiten verlieren, ist das nicht so wild. Oh, okay, gut. Kannst du hier ein Loch reinschießen? Unsere Männer werden angegriffen! Wir müssen sofort handeln! Unsere Männer werden angegriffen! Wir müssen sofort handeln. Da kann er dann sogar noch die Bauern relativ teuer verkaufen, ne? Also, ich meine, sind ja nur Bauern, ne? Ausgezeichnet! Wir haben die feindlichen Mauern durchbrochen. Unsere Männer werden angegriffen! Ja, macht nichts. Wir müssen sofort handeln! Schieß mal hier drauf.
Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Unsere Männer haben einen sarazenischen General getötet. Mhm. Schickt seine Männer zurück in die Wüste. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Kommt mal langsam zurück. Den Rest können die Armbrustschützen vielleicht irgendwie erledigen, ne? Ausgezeichnet! Unsere Männer haben die Kontrolle über die Burg erlangt. Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Ja. Ja, guck mal hier, bei den Saint-Jean-Speerträgern sogar ganz schön viele Verluste noch geheilt, ne? War eigentlich okay. Also gut, wir haben recht hohe Verluste gehabt, wie ich finde, dafür, dass da so wenige Einheiten drin waren, aber ich denke mal, Granada lohnt sich, ne? Ruhm und Ehre dem Reich! Ein ehrenhafter Sieg, mein Kaiser! Wir verlieren halt Gebäude, wenn wir die Bevölkerung ausradieren. Ich glaube, wir sagen einfach nur ausrauben, denn wir behalten die Gebäude. Und können hier dann auch wieder Truppen fortbilden. Jetzt müssten wir natürlich halt hier auch irgendwie warten, ne? Kaiser! Ihr wünscht? Ja, mein Kaiser. Kaiser! Aber ich komme nicht bis darüber. Von daher muss ich eh eine Runde hier drin warten. Ja, Flotte bereit. Ich rede nicht mit euch. Sebni Revadi, Ungläubiger. Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Kaiser! Heiliger Kaiser? Ja. Wir stellen uns mal da auf die Ecke. Wir können ja auch sagen, wir rufen einen Kreuzzug gegen Cordoba aus. Auch das müsste sich einrichten lassen, ne? Ja, Kaiser. Erstmal läufst du hier runter. So, hier unten ist Lissabon. Da sind ganz schön viele Truppen drin. Ich werde euch ehrenhaft besiegen, edler Feind. Ist ja auch eine recht große Armee, die er da hat, ne? Okay, pass auf. Wir gehen erstmal hier auf die Brücke. Er wird morgen ein toter Mann sein. Was ist das Ziel des Reiches? Wenn er sich wehrt, wird es nur noch schlimmer. Wow! In der Tat war das wirklich schlimm. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er da so sang- und klanglos untergeht. Miesen Herbert. Ja, verbinden die Truppen. Okay. Ja. Ja, Kaiser. Wir werden keinen der Fremden verschonen. Das war der Untergang der Feinde des Reiches. Ja, nimm du nur die Truppen aus Pamplona mit und wir nehmen uns hier jetzt, stimmen wir da mal zwei Bauern rein. So, ich habe auch hier noch eine Einheit Bauern. Pass auf, dann reicht eine. Ja, Kaiser. Dann reicht da eine Einheit Bauern. Da reicht dann übrigens auch eine Einheit Bauern. Witzig, ist noch nicht mal ein Bogner drin. Aber ich glaube, Valencia behalten wir auch nicht als Festung. Das ist alles Cordoba, ne? Ja. Gut.
Dann machen wir an der Stelle, glaube ich, nochmal einen Cut und sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann, sage ich, macht's gut und Pax vobiscum, Valete.